Kapitel 16. Im Angesicht. Groudon begann die Reise, schnellen Schrittes, den Pfad sichtlich eingeprägt. Ihm waren die Reisen in den Weltenbaum des Sturmes wichtiger als das meiste andere. Im Gedanken daran, dass er einst selber Weltengeist des Ortes war, welcher nun stattdessen von Tundil kontrolliert wurde. Flamme folgte ihm dicht, Absol ebenfalls nahe. Funkenherz und Sol hielten auch beide Schritt, jedoch mit etwas größerem Abstand, wobei Flamme viele Worte fallen hörte. Die meisten von ihnen ausnahmsweise mal von Sol, während Funkenherz eher zuhörte. Oder vielleicht tat sie auch nur so, was wusste Flamme schon. Die Wanderung verlief schnell. Der angesteuerte Ort wirkte offensichtlich genug, dass Flamme sich ärgerte, jemals diesen ganzen Ärger begonnen zu haben, wo sie den riesigen Vulkan in der Mitte des Waldes ja auch selber hätten ansteuern können. Aber zumindest dieser Selbstvorwurf war nicht bleibend, denn bald erreichte die Gruppe jenen Berg. Doch direkt zu seinem Fuß wandte Groudon sich seitlich. Macht euch bereit, wir sind bald da! Er hatte nicht zu viel versprochen. Nur etwa 10 Minuten Fußweg weg vom Vulkan lag ein seltsamer Ort. Ein Ort, der Flamme beinahe vertraut vorkam. Ein Baum wie viele, der sich unterschied durch seinen massiven Holzstamm. Weltenbreiter als all die anderen Bäume in diesem Wald. Und dies war auch nötig, denn nur so passten auch große Pokémon in den Hohlraum im Inneren, welcher eine Treppe in den Grund bot. Ähnlich zu jenem Ort, an welchem Flamme und Sol zu Beginn dieses ganzen Abenteuers zu Kriegern ernannt wurden. Obwohl seine Intention, diesen Weltenbaum derzeit nicht zu verlassen, klar war, begab sich Groudon auch diese Treppe herunter. Am unteren Ende erstreckte sich eine große Grotte. Ein Ort erfüllt von Magie. Doch Magie, die etwas Verzerrtes bot. Wasser tropfte von der Decke. Doch jeder Tropfen schien einen Stern zu enthalten, wie sie im Himmel erschienen. Wodurch die Pfützen auf dem leicht leuchtenden Boden wirkten wie kleine, eigene Himmel. Ansonsten jedoch wirkte diese Höhle leer. Aber es gab auch hier ein Geheimnis. Eines, welches garantierte, dass nicht jeder Fremde den Weg finden könnte. Zielgerichtet schritt Groudon nämlich an eine der vielen Stellen, an welcher Wasser herabtropfte. Zu Füßen eine Pfütze, deren Sterne heller zu strahlen schien als all die anderen. Ruhig fing der Riese den nächsten Tropfen mit der Hand ab, was bereits genügte. Die felsige Rückwand der Grotte senkte sich in den Boden ab, gab eine Erweiterung der Grotte frei, welche äußerlich identisch war. Alles, was sich unterschied, war der große, seltsame Stein, über welchem seltsames Licht kreiste, welcher sich in jenem zweiten Abschnitt befand. Das musste es sein, der Ort, von welchem man in einen anderen Weltenbaum reisen konnte. Groudon stellte sich zu dem Stein hin, wollte beginnen zu sprechen. Doch eine laute Stimme ertönte, welche den Versuch sofort stoppte. Spare dir deine Luft, Groudon! Ich weiß, dass du hier bist! Ich weiß, wer dich begleitet! Ich weiß, weshalb ihr hier seid! Etwas nervös schritt das rote Pokémon einige Schritte zurück und blickte auf das Quartett. Dann mache ich mich davon. Ich wünsche euch viel Glück. Mehr kann ich für euch nicht tun. Während Groudon sich so davon machte, war Flamme der Erste,
der sich dem hiesigen, gegenwärtigen Weltengeist annäherte. Unser letztes Treffen ist ein Moment her. Habe ich nicht recht? Soll Flamme. Als sie den Weltenbaum des Forstes verlassen hatten, war es gewesen. In Realität eine Angelegenheit einiger Wochen. Doch anfühlen tat es sich wie Jahre. Aber all diese Dinge dachte sich Flamme bloß. Antworten tat er der Stimme nicht. So schüchtern! Oder halte ihr Worte schlicht für verschwendet? Ich hoffe nicht, denn ich möchte reden. Bisher haben wir noch nie wirklich Worte wechseln können. Und was, wenn wir nicht sprechen wollen? Zu Flammes Überraschung öffnete sich urplötzlich ein Portal inmitten des seltsamen Steines. Dann dreht ihr um! Den anderen Weltgeistern habt ihr die Ehre eines Treffens gegeben, bevor ihr gereist seid. Ich verlange dasselbe. Tretet durch das Portal, trefft mich auf der Spitze meines Weltenbaumes und ich lasse euch zum Weltenbaum des Sturmes passieren. Ein Angebot und so ein simples, da musste es einen Haken geben. Und wie können wir wissen, dass du uns nicht auf der Stelle angreifst, wenn wir das Portal nutzen? Das Wort ist meine Waffe. Meine mächtigste und größte Waffe. Ohne mein Wort bin ich nicht, wer ich bin. Somit ist mein Wort das größte Versprechen, welches ich geben kann. Nach einem Sternenschwur, aber wir streifen ab. Zudem... Ich dachte, ihr hättet Geschichten über mich gehört. Über den großartigen Omegon. Und vor allem den Omegon, welcher sich nicht selbst die Hände schmutzig macht, wenn es nicht notwendig ist. Und wenn ihr euch so mächtig einschätzt, ich muss euch enttäuschen. Eure Gruppe fällt nicht in Jahrmillionen unter diese Kategorie. Ich denke auch, wir sollten auf ihn hören. Was haben wir denn zu verlieren? Und er hat ja auch recht für die Dinge, für die er bekannt ist. So zustimmend Funkenherzworte auch waren, selbst sie zeigte noch ein Misstrauen in diesen auf. Doch sie hatte recht. Was war die Alternative? Und so war es Soll, der den ersten Schritt tat, während Flamme noch kurz zögerte. Aber nun, wo das Fukano bereits passiert war, folgte auch der Rest des Quartetts. Jener Ort, an welchem sie sich nun wiederfanden, kam allen bekannt vor. Für Absol, Soll und Flamme war es nun einmal ähnlich wie die Spitze aller anderen Weltenbäume. Doch gleichermaßen viel größer, viel mächtiger. Funkenherz war ohnehin bereits hier gewesen, an jenem Tag, an welchem Weil es lebte. Der größte aller Feinde. So hatten sie es gedacht. Alle, die damals gekämpft hatten. Nur damit sie jetzt feststellen mussten, dass sie im Unrecht waren. Willkommen! Inmitten über der riesigen Plattform schwebte jenes Portal, welches den Raum zwischen den Welten schmückte und verschmutzte. Aus diesem entsprang auch die Stimme Omegons. Zumindest dieses eine Wort noch. Im Anschluss nämlich schoss der riesige Drache, Herr der Sterne, heraus aus jenem seltsamen Ort. Außer Absol hatte jedes Pokémon hier den Tyrann bereits einmal getroffen. Doch die Furcht, welche aufstieg, schien bei allen identisch. Keine Gewohnheit konnte die Ausstrahlung der Zerstörung verharmlosen.
seinen riesigen Körper musste der Drache erst wieder viele Male um seinen Weltenbaum schlingen, bis sein Kopf sich über die Plattform erhob. Viele, viele Male größer als all die Pokémon, die heute zu Besuch kamen. Willkommen an der Spitze des glorreichsten aller Weltenbäume. Seht euch um, spürt all die Kraft. Nehmt sie auf mit all euren Sinnen. Obwohl es unter euch jemanden gibt, der sie bereits kennt. Die blutroten Augen des Monstrums richteten sich direkt auf Funkenherz, die sichtlich zurückschreckte, wobei er sich sollschützend vor sie stellte. Einst hast du hier gestanden und für mich gekämpft, Funkenherz. Haben sich die Dinge denn so ändern müssen? Ja, du hast uns lange genug angelogen. Nun, mich als überrascht zu betiteln, wäre eine schamlose Übertreibung. Ich hatte wohl gehofft, dass du ruhig bleiben würdest, aber was sollte ich schon erhoffen von der Tochter einer Kreation Darkreis? Dein Vater war das einzige Mon eurer Linie, welches seinen Platz kannte. Für die meiste Zeit. Anders als die vorigen Worte schienen diese Funkenherz tatsächlich zu schockieren. Lass ihn da raus! Der einzige Grund, aus dem er eine Weile auf deiner Seite stand, war, dass er selber die Wahrheit erst aus dem Inneren erfahren müsste. Niemand würde dir freiwillig helfen. Nicht mit dem Wissen über deine Ziele. Wenn du dich da nicht täuschst, ich habe mehrere Untergebene, die genau wissen, was vor sich geht. Und doch bleiben sie mir treu. Auch wenn ich zugeben muss, ich hatte erhofft, Elementarer zu ihnen zählen zu können. Mir scheint, ich habe ihre Bluttreue überschätzt. Aber gut, es ändert alles nichts. Der Weltenbaum des Sturmes ist also das Ziel eurer nächsten Reise. Dann erklärt es mir. Sagt mir, was sollt ihr dort? Warum schicken euch eure Weltgeister dorthin? Zur Überraschung aller Reisenden schwand der Kopf des Drachen, bevor irgendjemand eine Antwort geben konnte. Wenn auch nur eines der Mon überhaupt eine gehabt hätte. Stattdessen lief Flamme an den Rand der Plattform, hinabblickend, um zu sehen, was Omega nun tat. Und was er sah, überraschte ihn. Inmitten des Zentrums der Weltenbäume schienen Weltengeister versammelt. Alle vier, welche nicht Omegon waren. Sie mussten festgestellt haben, dass ihre Auserwählten dem Feind gegenüberstanden. Na los! Guckt nicht nur so zu und glotzt! Ihr habt den Plan doch entworfen! Weiht nicht ein in eure tolle Idee! Warum schickt ihr denn nun diese Mon in den Sturm? Tundil trat einen Schritt heraus, als Herrscher des betroffenen Weltenbaumes, und warf seinen Blick kurz hinauf zu den Erwählten. Es geht dich nichts an, was wir planen. Dreckig lachte Omegon bloß auf. Das tut es nicht. Nein. Ach, wie schade. Glaubt ihr etwa, ich hätte es nicht schon lange verstanden? Ich habe es euch schon gesagt, ihr Narren. Nun wieder flog der Drache herauf, die Weltengeister sogleich zurücklassend. Ihr alle merkt es selber nicht, oder? Glaubt ihr an euren Erfolg? Glaubt ihr wirklich, ihr könntet meinen Weltenkern zerstören? Glaubt irgendjemand, dass ihr das könntet? Nein, seht ihr es nicht? Es war nie der Plan, dass ihr meine Wurzelwelt erreicht. Ihr sollt reisen,
weiter und weiter, durch Weltenbaum nach Weltenbaum. Was ihr dort tut, ist doch in tollen Weltengeistern egal. Es kann auch mir egal sein, denn wisst ihr was? Nicht einmal die, die euch erwählt haben, glauben an euch. Sie wollen nur, dass ich denke, dass sie es tun. Aber ich habe es alles lange durchschaut. Ihr Reisenden, ihr seid eine Ablenkung. Mehr nicht. Eure Weltengeister planen etwas anderes, Größeres. Und ich werde auch herausfinden, was es ist. Ihr seid nur, was nach außen hin der tolle Plan sein soll, damit ich auf euch achte, nicht auf sie. Ihr alle seid bloß Köder. Aber ich habe nicht angebissen. Was nicht heißt, dass ihr den Freilauf bekommt, den ihr euch nur wünschen könntet. Ich habe meinen Diener. Er wird sich um euch kümmern, während ich mich größerem widme. Aber nun zu, ihr vier. Schreitet voran. Fühlt euch wie Helden. Glaubt an eure Hoffnung. Rennt in die Leere, bis es nicht mehr weitergeht. Ich werde euch nicht aufhalten. Eher im Gegenteil. Ich bringe euch in den Weltenbaum des Sturmes, wenn es denn euer Wunsch ist. Aber ist er das? Ist er das wirklich? Wollt ihr weiter einer Route folgen, welche nichts als eine Fassade ist? Ein Theaterstück, in welches die Schauspieler nicht eingeweiht wurden? Ihr glaubt zu leuchten, wie die Sterne am Himmel, doch seht euch um. Seht ihr es nicht? Der ganze Himmel, er ist voller Sterne. Jeder einzelne so hell wie ihr. Ihr könnt voranschreiten, euch dem Kampf hingeben. Aber ihr müsst bereit sein. Mein Diener wartet bloß. Er wird wieder einen Einsatz bekommen. Solltet ihr so närrisch sein. Aber es gibt doch auch noch eine zweite Option. Ein Krieg herrscht, schon seit Jahrhunderten entschieden. Doch die Verlierer kämpfen weiter an. Ziehen euch alle mit in den Tod. Gebt nie auf. Leiden lieber für den Stolz. Wollt ihr euch ihnen anschließen, wenn euch auch ihr Puppenspiel entziehen könnt? Dreht um, kehrt zurück. Kehrt zurück in meine Welt und wartet auf einen Sieg, der bereits im Schicksal eingemeißelt ist. Denn nichts wird sich ändern, außerhalb eurer eigenen Leben. Denn ihr seid nur Pokémon, wo nicht einmal Götter noch wirken können. Gräser, wo nicht einmal der Forst noch wuchern kann. Kerzen, wo nicht einmal der Lunar noch scheinen kann. Winde, wo nicht einmal der Sturm noch toben kann. Ein Dämmerlicht, wo nicht einmal der Schatten noch dunkeln kann. Alles, was ihr seid, sind ein paar Lichter unter vielen. Also seid weise. Akzeptiert den Platz, den euch das Schicksal zuweist. Eines musste Flamme dem Tyrann lassen. Wenn er in Fahrt kam, konnte er reden. Sätze bilden, die so klar und doch so mysteriös waren. Worte sprechen, die nicht im Ohr ankamen, sondern in der Seele. Aber mit Flamme in einer Seele, welche ohnehin gebrochen war, die jene Worte in sich selber schon spürte, waren sie für die Weltengeister wirklich nur Köder. Umso besser. Dann läge die Verantwortung nicht wahrlich bei ihnen. Hatte Omegon Unrecht? Schwiegen die Weltengeister nur, um ihn seinen Glauben zu lassen? Dann wäre Stoppen keine Option.
War das dann alles, was du sagen willst? Dann bring uns in den Weltenbaum des Sturmes. Beinahe überrascht blickte der Drachengott auf. Scheinbar war er in der Erwartung gewesen, dass seine Worte einen größeren Einfluss hätten. So. Wie war's interessant. Ein Vulpix, einsam unter vielen, geleitet von einem Inferno statt sich selber. Und doch so große Worte. So ein Übermut. Geleitet von einem Inferno? Omegon wusste von Inferno. Aber wie? Wie konnte Omegon irgendwas über Flamme wissen? Aber gut, wenn es denn eure Entscheidung ist, folgt einem Pfad der Täuschung, an dessen Ende Trauer, Zweifel und das Ende. Die Stunde rückt näher, je mehr Zeit vergeht. Solltet ihr euch umentscheiden, die Türen meiner Zweigwelt sind euch offen. Doch ihr habt nicht mehr viel Zeit zum Entscheiden. Nach Jahrhunderten des Krieges sind wir dem Ende so nah. Mehr und mehr Energie sammelt sich für mein Imperium. Noch wenige Monate, vielleicht kürzer, habt ihr Zeit zurückzukehren. Oder unterzugehen mit den Welten, die nicht Reinheit akzeptieren können, durch Herrscher aus Stolz. Ein Portal eröffnete sich, direkt vor Flamme, direkt unter dem Kopf des riesigen Drachen. Dann geht, doch seid bereit. Mein Diener, er wird euch finden. Und dieses Mal wird er nicht bloß Worte wechseln.